Es wird Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Bereit, die Miete zu zahlen? Wir müssen reden. Ich habe deinen ersten Job. Zeit, dass Juan nach Hause kommt. Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer Eiswürfelform bauen. Der hat Missionen für Espinosa und den KGB durchgeführt und ist dann aus Spaß zur CIA und zum Mossad gegangen. Juan ist mein Mentor. Er ist außerdem psychisch labil und Alkoholiker. Als wir es verkackt haben, war ihm das so peinlich, dass er direkt mein Lager verließ. Castillos Soldados hätten nichts lieber, als einen Doppelagenten wie Cortés zu schnappen. Ich brauche ihn zurück bei Libertad, Dani. Mit uns ist er fertig, aber dich kennt er noch nicht. Hier, die Ohrstöpsel hat Juan zur Kommunikation gebaut. Geh ins Dorf. Wenn ich du wäre, würde ich zuerst in der Kantine nachsehen. Geh runter ins Dorf und bring mir Cortés. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Soll diese Arschgeige wirklich hier bleiben? Hola. Ebola. Ihre Chancen stehen schlecht. Ich gebe ihr noch einen Tag, bis Castillos Soldados sie töten. Bisher konnte sie sich ganz gut behaupten. Ich glaube, sie überlebt die Woche. Das beweist nur, was für harte Knochen wir sind. So kann man es natürlich auch sehen. Besser als zuzugeben, dass wir am Arsch sind. Was glotzt du so, hä? Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen.
frisch Fleisch. Hola. Hola. Der Kopfhörer. Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekram funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldados stehen. Sí. Verstanden. Ein kluger Guerriero sucht sich seine Kämpfer aus. Suerte. Für mich ist er tot. Keine Ahnung, wo er ist. Wenn ich rausfinde, dass du gelogen hast, finde ich dich und jag dir eine Kugel in den Bauch. Verstanden? Dann krepierst du schön langsam. Sí, claro, señor. Claro. Hey, du. Hallo. Geh einfach weiter. Halt durch. Thank you.
Hab dich im Auge. Wie geht es dir? Castillo wird dieses Land niederbrennen, wenn ihn niemand aufhält. Ich bin Disziplin. Ich bin Sicherheit. Ich bin Yara. Wenn ich El Presidente bin, seid ihr El Presidente. Weitergehen, Capron. Behalte dich im Auge. Verstehe dich, na los. Braver Hund, ne? Du bist ein braver Hund. Braver Hund, braver Hund. Braver Junge. Braver Hund, braver Hund. Das könnte Juan sein. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina. Noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés? Das hat mich wohl verraten, Guapo. Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sí. Ich hab gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Hörst du auch? Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriera. Du findest Geschmack, redest dir ein, eine Heldin zu sein und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen?
Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Konyo! Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Verdammt. Sieh, Guapo liebt dich. Und ich versau dir eine Ausgabe meines Buches. Buono mi socios, vamonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Verpissen wir uns, bevor die ganze beschissene Armee hier auftaucht. Ich bin besoffen, aber nicht so besoffen. Bin gleich hinter dir, alter Mann. Guapo will dein Freund sein. Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Komm, wir sollten hier verschwinden. Los jetzt! Wer ist dein braver Krokodil? Du lässt dich leichter ablenken als eine Katze auf Koks. Vamonos! Braver Krokodil. Du hast schon mal geschossen, das sieht man. Wie heißt du? Dani. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGD, ex-CIA. Ich hab mehr Exen als deine Oma Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortez, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor dem Frühstück. Warte. Planänderung, Dani. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Siehst du den Rauch? Das heißt, dass der Wachturm gerade eine Vorratslieferung bekommen hat. Mit den seltensten Materialien, die du auf Yara finden kannst. Und du wirst sie dir holen. Jetzt soll ich auch noch klauen gehen für dich? Schießpulver und Supremo-Kleber. Das klassische Herrengedeck jedes Improvisationskünstlers. Ich zeig dir, wie man Upgrades für Waffen herstellt. Denn das ist erstens cool und zweitens entspricht es Regel Nummer 9.
Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Kommst du auch mit? Scheiße, nein, du hast Guapo. Mit ihm kannst du alles aufmischen, aber wenn du heimlich vorgehen willst, dann nimm ihn besser nicht mit. Das Kerlchen kann sich schlecht beherrschen. Immerhin bist du hier, um zu helfen, Guapo. Überprüft alles. Lasst nichts Nützliches zurück. Guapo, los! Darüber! Komm zu mir! Anderte! Ob ich bewaffnet bin oder nicht, hier schießt das Militär sofort. Juan, ich finde den Scheiß nicht. Gib noch nicht auf, Danny. Die Situation ist kritisch. Wir haben keine Zeit, es geht um Leben und Tod. Halte nach einer Militärkiste Ausschau. Coño, warum kommst du nicht selbst her und suchst danach, alter Mann? Weil Juan pausenlos Nikotin aus einer Zigarre nuckeln muss, aber das Rauchen in Gebäuden verboten ist. Gott verdammt. Das ist schon viel besser. Eine besondere Nachricht von Präsident Castillo.
mehr Scheiß für Juan. Ich hab dein Zeug gefunden, Juan. Gute Arbeit, Danny. Und jetzt komm mal in die Busche. Wir müssen zurück in Claras Lager. Sieh, das sage ich doch die ganze Zeit. Un mensaje especial para Yara del presidente Castillo. Wir brennen es nieder. Okay, wir haben mehr als genug. Und jetzt ziehen wir endlich Leine. Was ist das für Kram hier? Brauchst du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Eine Guerriera kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienmörder. Wie bist du eigentlich in diesem gottverdammten Loch gelandet? Ich war auf einem Flüchtlingsboot. Er kam nicht weit. Ja, ja. Und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin keine Guerillera. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerilla, immer Guerilla. Das reicht mir jetzt. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks. Hä? Lässt du mich gerade absichtlich warten? Hör auf, Juan. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks, Danny. Du hast keine andere Option. Amerika ist meine Option. Natürlich. Meinst du, die Amerikaner sind scharf auf jaranisches Blut? Den American Dream gibt es nur für Amerikaner, Danny. Du gibst nie auf, oder? Nein, Guapo hast aufgeben. Komm, Jo. Wenn ihr euch so nah seid... Warum folgt er dann mir? Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Du kannst Guapo dein Leben anvertrauen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Lass dir Zeit. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich dich zu den Yankees fliegen kann? Nein, ich... Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld, Danny. Höchste Zeit, dass Juan Cortés dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Gerade eben, ja. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Echte Lebensweisheit. Okay. Wie viele noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Treffer. Wer ist das? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige Dani. Jetzt lernst du was übers Improvisieren. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor und mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Es ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Wir richten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter. Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Werkbank. Los, Danny. Mach dich mit dir vertraut. Nehmen wir uns zuerst mal die Waffen vor. Nicht so ungut, aber dein Sturmgewehr ist ein bisschen primitiv. Bringen wir das mal in Ordnung. Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. In diesem Fall Schießpulver und Schrott. Manchmal liege ich nachts wach und frage mich,
Juan, wie könnte man Menschen noch schneller töten? Die Antwort lautet Weichzielgeschosse. Ausgezeichnet, Danny. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone. Okay, wie sieht dein anderes Gewehr aus? Mal angenommen, dein Ziel hat heute daran gedacht, Helm und Weste zu tragen. Dann brauchst du panzerbrechende Munition. Diese Geschosse fliegen schnell und geradeaus. Und sie gehen durch Kevlar wie Heu durch eine Kuh. Prima, jetzt hast du deinen eigenen Vorrat an Hochgeschwindigkeitskriegsverbrechen. Sehen wir uns deine Aufsätze an. Es wird Zeit, deinen ersten Schalldämpfer herzustellen. Der macht aus einem Peng einen Puff. Allerdings auf Kosten der Reichweite. Siehst du, wie einfach das war? Jetzt kannst du Gegner mit lautlosen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arschloch. Die Werkbank ist dein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Verdammt, Sachen bauen macht süchtig. An dieser Werkbank kann man ein neues Yara errichten. Willst du mal mit Guapo Gassi gehen? Wieso hast du ein Krokodil dabei?